Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich darf Sie begrüßen auf 1933 Metern Seehöhe. Wir sind hier auf der höchsten Staumauer Österreichs, die Köln-Brein-Sperre. Tja, und von da aus erkunden wir den Norden Kärntens. Und wenn Sie nach meiner Kochsendung alle gleichzeitig in Österreich den Herd einschalten, dann könnte es sein, dass der Strom dafür von der größten grünen Batterie Österreichs kommt. Von hier. Robert Zechner ist Experte, wenn es um die Köln-Brein-Sperre geht. Er erklärt mir am imposanten Airwalk in luftiger Höhe, was in der Sperre passiert, wenn wir zu Hause in der Küche den Herd aufdrehen. Wenn nach der Kochsendung alle Österreicher und Österreicherinnen in ihre Küchen gehen und den Herd einschalten, dann kann es sein, dass der Strom dafür von hier kommt, oder? Ja klar, das wird auf jeden Fall so sein. Wenn wirklich nach deiner Sendung alle in Österreich in die Küche stürmen und Backer und E-Herd einschalten, dann produzieren sie eine Verbrauchsspitze. Und wie deckt man die ab? Die macht man so, dass wir haben da einen riesigen Energiespeicher. Und da von der grünen Batterie kann ich das Wasser auf die Turbinen lassen. Das Kraftwerk ist 1100 Meter tiefer. Damit hat das Wasser enorme Kraft, treibt die Turbinen an und den Strom, den Spitzenstrom, können wir dann ins Netz einspeisen, damit die Leute zu Hause kochen können. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass wenn alle Österreicher kochen und die Energie verbrauchen, dass die Köln-Brein-Sperre wichtig ist, sondern auch als Energiespeicher ist sie wichtig. Wie funktioniert das? Ja, die Funktion wird immer wichtiger, weil wir werden in den nächsten Jahren auch verstärkt Windkraft, Photovoltaik ausbauen. Das heißt, wir müssen nicht nur die neuen Kraftwerke, die Windräder bauen, sondern wir brauchen die Speichermöglichkeit. Und die größte grüne Batterie, die haben wir da, der Köln-Brein-Speicher. Funktioniert eben so, dass wenn in der Nacht zum Beispiel viel Windstrom produziert wird, den Strom aber niemand braucht, dann nutzen wir das, um das Wasser heraufzupumpen aus dem Tal. Und damit speichern wir die Energie und können es dann, wenn der Strom wieder gebraucht wird, wenn alle Leute kochen gehen, dann können wir das Wasser wieder über die Turbinen lassen und kriegen den Strom wieder zurück. Die Staumauer ist in den Monaten Mai bis Oktober öffentlich zugänglich. Danach nur mehr für wenige ausgewählte Personen. Eine davon ist Wilhelm Waldhuber. Er bleibt durchgehend abgeschottet von der Außenwelt hier oben, um die an der Sperre wichtigen Messungen vorzunehmen. Heute nimmt er mich bei seiner Arbeit mit in die verborgenen Gänge der Mauer. Willi, was macht ihr da? Wir vermessen die Talsperre, wie sie sich verhält zum Stau, dass sie komplett sicher ist, wie sie jede Bewegung, was die Sperre macht. Ich habe schon mal gesagt, nicht nur die Wüste lebt, sondern diese Talsperre lebt. Und das ist wichtig. Und dass wir wissen, wie sie sich bewegt, machen wir die Messungen erinnern. Dass wir genau wissen, was macht unser Schätzchen da. Das ist auch deine Sperre, das gell? Das ist meine Sperre, ja. Du bist der Hüter der Sperre. Ich und meine Kollegen. Aber ist es so, dass du mit dem wirklich so mitlebst? Auf jeden Fall. Die Arbeit ist sehr interessant. Du siehst genau, wie sie sich bewegt, wohin sie sich bewegt, was sie macht. Das ist irrsinnig interessant. Man geht ja nicht nur mit den Messgeräten durch, man geht auch mit den Augen durch. Man fühlt, man sieht, aha, da ist ein Wassertropfen. Ist der morgen auch wieder oder wieder mehr? Das muss man immer beobachten. Und für das sind wir da. Jetzt seid ihr da, du und dein Kollege, eine Woche lang immer alleine im Winter. Im Winter 7 Monate. Wo sonst nichts und niemand ist. Richtig.
Ist es schwierig? Wenn man einen guten Kollegen hat, ist es interessant oder passt. Es geht relativ schnell eine Woche. Wir haben, mein Kollege und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir machen zusammen Urlaub auch, aber das ist nebensächlich. Man versteht sich, man blinkt schon untereinander. Wie ein altes Ehepaar, kann man so. Okay, wie eine Zweitfrau, oder? Wie eine Zweitfrau. War es die Erstfrau von der Zweitfrau? Ja, natürlich. Aber sie weiß nicht, dass sie eigentlich die Zweitfrau ist. Genau so ist. Von der Kölnbreinsperre im Maltertal geht es weiter nach Kleinkirchheim. Hier treffe ich Brigitte Gell auf der Terrasse ihres Restaurants Gellius. Mit Blick auf den letzten Schnee genießen wir noch kurz die Sonne, bevor es an die Arbeit geht. Brigitte ist Kärntnerin, durch und durch, und seit 3 Jahren eine fixe Größe in der regionalen Küche. Heute bereitet sie für uns eine Kärntner Spezialität zu: Sock und Bock. Das ist eigentlich ein Gericht von meiner Großmutter. Die haben das früher daheim am Bauernhof immer gegessen quasi. Beinhaltet Lauch, Kartoffel, Sellerie, Karotten und Brettnockerl. Früher hat man es mit Speck gegessen. Wir machen aber heute quasi die etwas gesündere, vegetarische Variante. Okay, also Sock und Bock haben wir noch nie in der Sendung gehabt. Schön, ich freue mich total. Super. Ich freue mich auch, dass du da deine Pinzette schon eingesteckt hast. Ja, genau, zur Sicherheit. Das verspricht viel. Ich schneide für dich das Gemüse und du machst genau. Die Nockerl, weil ich glaube, das ist eher familientraditionell, da sollte man jetzt keine Fehler machen. Sehr gerne. Ich sage nur einmal, wir haben da Sellerie, Lauch, Kartoffeln und Karotte. Genau. Und das mache ich und da jetzt. Ein bisschen Zwiebeln haben wir schon. Genau. Und dann ist das. Ja. Passt. Während ich Sellerie, Karotten, Kartoffeln und zarten Lauch schneide, kümmert sich Brigitte um die selbstgemachten Brettnockerl. Sag nur bitte, was in dem Teig drinnen ist. Wir machen griffiges, also wir haben ca. 250 Gramm griffiges Mehl, einen Esslöffel Sauerrahm und ein Ei. Ganz einfach. Muss das irgendwie rasten, der Teig, oder gar nicht? Eigentlich gar nicht. Man sollte schauen, dass vorher das Wasser eben schon kocht. Mhm. Ganz wichtig. Wie schwere Wölkchen plumpsen sie ins brodelnde Wasser, um später an der Oberfläche wieder zum Vorschein zu kommen. Du sagst, das Wasser ist jetzt gesalzen? Das ist schon gesalzen, genau. Wichtig ist auch dann bei den Nockerl, sieht man jetzt da, das würde jetzt ein bisschen ankleben, gell, oder am Boden hoffen bleiben. Dass man da dranbleibt. Kurz reinfahren und dann einfach ein bisschen rütteln und dann ist das eigentlich schon erledigt. Die sind jetzt in einer Minute dann schon fertig. Du bist der Schatz. Du, jetzt ist das Gemüse auch fertig. Darf man das schon mal anrösten? Super, das rösten wir dann gleich an. So, dann einmal. Das ist wahrscheinlich so eine halbe, oder? Ja, das reicht, die Hälfte reicht schon. Das ist schon ausreichend, ja. In einem Topf schwitze ich zuerst etwas Zwiebeln und dann das geschnittene Gemüse an. Tust du das da jetzt irgendwie? Ja. Ein bisschen Salz, sehr gerne. Wenn man mag, Pfeffer. Und ich glaube, wir können es dann schon schön langsam ein bisschen ablöschen. Gemüsebrühe haben wir schon vorbereitet. Eben, da nehmen wir dann auch immer diese Anschnitte, die wir aus diesen Würfeln, was übrig bleibt, nehmen wir dann für Gemüsebrühe zum Aufstellen. Perfekt, ja. So, das heißt jetzt Weißwein dazu? Genau, Weißwein zum Ablöschen. Sag Stopp. Stopp. Ja, soll man nicht sparen mit den guten Sachen? Ja. Yeah. Genau. Ah, super. Und dann sind wir eigentlich... Das haben wir in der Sinn geraten, oder was? Ja, genau, das muss man ein bisschen einreduzieren. Und die Suppe kommt dann da dazu? Genau, die Suppe kommt dann dazu, zum Schluss, dann beim Anrichten. Ach so, erst am Schluss drauf? Ja. Die Verteller? Ja. Das heißt, das löffelt man so richtig raus? Genau. Okay. Also das Gemüse, dann tun wir das aufgießen mit der Suppe und dann jetzt muss ich meine Nockerl auf die Seiten tun. Du, ich bin ganz bei dir. Und die Nockerl und dann tun wir noch eine frische Kresse drauf, also Mikrogreens drauf, Kresse vom Nachbarn. Ach, schau her da. Und dann haben wir es. Angerichtet wird in einem tiefen Teller. Zuerst das fertige Gemüse, dann die Nockerl. Zum Schluss wird mit heißer Suppe aufgegossen und noch etwas ausgarniert. Magst du noch mal sagen, was du gezaubert hast für uns? Sock und Bock mit Karotten, Lauch, Sellerie, Zwiebel und quasi als Einlage Brettnockerl mit frischen Mikrogreens. Warum sagt man Sock und Bock? Hat das irgendeinen Grund? Ja, weil alles drinnen ist. Alles also der Sock und Bock, alles was du hast und quasi alles, was man damals übrig gehabt hat zum Essen,
hat man ein Gericht hineingepackt. Mahlzeit. Mahlzeit. Wir haben die Brigitte nur mit einem zweiten Rezept heute, aber da muss ich nochmal ausrücken, ein paar Zutaten besorgen für genau, dich. Genau, so ist es. So, und jetzt Sack und Bock alles auf einen Löffel am besten, oder? Am besten alles auf einen Löffel, ja. Mahlzeit. Genau. Mahlzeit. Mm. Du auch? Ich warte zuerst, wie es schmeckt. Ja, jetzt hör doch auf. Genau. Die Nockerl, weich wie Wolken, das Gemüse dazu. Man muss auch sagen, dass diese Grundsuppe sehr, sehr gut ist. Also, da hat jeder sein eigenes Rezept. Mm. Schnell gegangen, perfekt. Danke vielmals. Sehr gerne. Das heißt, ich gehe jetzt einkaufen für dich. Genau. Bitte. Danke. Jetzt ist ich aber nur fertig, in aller Ruhe. Gell? Als nächstes Gericht gibt es Goldforelle im Bierbackteig. Dazu braucht unsere liebe Köchin noch Eier. Die finde ich bei einem Familienbetrieb in Gmünd. Hier arbeiten die Eltern, Peter und Petra Brunner, noch Seite an Seite mit ihren Kindern Bernhard und Theresia. Doch mittlerweile hält verstärkt Junior Bernhard Brunner den Bauernhof in festen Händen, obwohl das Geschäft natürlich Familiensache bleibt. Das Allerwichtigste für ein Interview auf einer Hühnerfarm ist, dass wir zwei Händler in der Hand halten. Genau, ja. Der Rest ist völlig wurscht. Wie viele Hennen habt ihr? 200 Hennen haben wir. 200? Ja. Das ist aber gar nicht das Hauptgeschäft, weil ihr habt Hühner und Kühe. Wir haben 25 Milchkühe, ja. Der Rasse Fleckvieh und eben das ein paar Hühner. Und war das für dich immer klar, dass du quasi den elterlichen Betrieb übernimmst? Eigentlich schon von klein auf. Also, wirklich? Ja, ich habe das schon von klein auf sehr gern gemacht. Mhm. Und es ist auch jetzt immer noch eine große Freude für mich, dass man das in Landwirtschaft betreiben darf und das auch macht. Ja. Erklär mal ein bisschen, wie dein Tagesablauf ausschaut. Also ich stehe in der Früh auf, das heißt, erste Arbeit ist dann das Melken der Milchkühe. Mhm. Wenn da die Kühe und die Kälber versorgt sind, lassen wir dann die Hennen auf die Weide oder in Auslauf. Worauf kommt es an, wenn man Hennen hält? Was ist wichtig? Wichtig ist, dass Auslauf, dass den Tieren wohl, dass den Tieren gut geht, dass sie ein gutes Futter haben und da schauen wir. Mhm. Und die sind dann da unterwegs den ganzen Tag und haben das schönste Leben in Wahrheit. Genau, ja. Und die Eier, die kann man dann ab Hof kaufen oder darf sie auch beliefern? Wie schaut das aus? Die Eier verkaufen wir in den sogenannten Eierkastel. Mhm. Da können die Leute jeden Tag von in der Früh, von 6 in der Früh bis 8 Uhr auf Nacht die Eier, den Roggen, das Dinkelmehl und auch die Erdäpfel holen. Hey, Lord, I'm gonna bring you back tonight. Die Eier werden direkt ab Hof vermarktet. Oder im Ortszentrum der Künstlerstadt Gmünd. Das erlaubt mir noch einen kleinen Abstecher durch die verträumten Gassen der Stadt unter der alten Burg des Adelsgeschlechts Lodron. Mit den Eiern im Gepäck mache ich mich wieder auf den Weg zu Brigitte. Sie hat mir ein gesundes Hauptgericht versprochen und da kommen die Eier gerade recht. Es gibt Buchweizenrisotto mit Goldforelle im Bierbackteig. Brigitte, hey, ich war ja fleißig, gell? Ich habe dir Eier mitgebracht. Währenddessen warst du fischen im wahrsten Sinne, oder? Was hast du denn da mitgebracht? Ich habe mitgebracht aus Feld am See, wo ich beheimatet bin, quasi einmal den Kärntner Lachsen. Das ist ein Lachsen, ja? Ja, das ist eine Urforelle. Mhm. Ja. Säbling. Mhm. Punktal, wissen wir schon. Und der Farbe nach. Ja, was ist das? Ja, das ist eine Goldforelle. Goldforelle, kann man sich was wünschen? Ja, genau. Der goldene Fisch, oder? Ich glaube, Goldforelle haben wir überhaupt noch nie in der Sendung gehabt. Und wie schön die ist. Ja. Welchen davon machen wir? Die Goldforelle? Ich würde sagen. Darf ich was wünschen, weil ich es nicht gehabt habe? Selbstverständlich. Okay, das heißt, ich kümmere mich um den Bierteig, wenn dir das recht ist. Und du machst Risotto und dann noch ein Fisch, den wir rausbrasseln. Gut. Also für Sie zu Hause, ich habe jetzt zwei Eier da vom Brunnerhof. Für den Bierbackteig darf ich zuerst die Eier trennen. Zu den Dottern kommen griffiges Mehl, eine Prise Salz und Bier. So, und wie viel Bier magst du da jetzt dazu haben? Sag einmal, da ist so. Schütten wir mal. Stopp. Dann tun wir das in der Untermenge.
noch, kann man ruhig noch ein bisschen dazu tun. Irgendeine Empfehlung beim Bier? Ja, freilich. So keine Namen da jetzt. Eben, also man kann natürlich jede Art von Bier verwenden. Mhm. Wir haben jetzt da ein helles Landbier eben aus der Nachbargemeinde. Mhm. Funktioniert aber auch wunderbar mit einem dunklen, etwas malzhaltigeren Bier. Das ist, wir finden halt einfach, wenn man jetzt leichtere oder zartere Fische verwendet, dass es mit dem hellen Bier ein bisschen besser ist. Ja. Nun das Eiklar aufschlagen und ganz vorsichtig unter die Dottermasse heben. In der Zwischenzeit hat Brigitte schon das Buchweizenrisotto gezaubert. Zwiebeln, fein gehacktes Gemüse und vorgekochte Buchweizen finden alle gemeinsam mit Gemüsefond in einem Topf zusammen. So, und jetzt heben wir das. Vorsichtig, wirklich vorsichtig. Desto vorsichtiger du das unterhebst, desto fluffiger wird es zum Schluss. Kenn mich aus, ultra vorsichtig. Wie geht's dir da drüben? Ich habe schon Gemüsebrunoise, eben den Buchweizen schon drinnen, den gekochten Buchweizen, also vorgekochten Buchweizen. Mhm. Ich gebe jetzt diesen Feta dazu. Dann wird das Ganze eben schön sämig. Das ist ein Schafskäse aus der Region? Genau, das ist auch da aus dem Ort, von einem Biobauernhof. Der macht unterschiedliche Milchprodukte und das mit dem Feta, das funktioniert dann da eigentlich ganz gut fürs Risotto. Ist sehr mild im Geschmack, damit es eben den Buchweizen nicht übertönt. Mhm. Salzen würde es jetzt auf der Fleischseite oder auf beiden? Auf der Fleischseite reicht. So, schau her. Das da tun wir da so gut wälzen. Und das ist wirklich, also schauen Sie mal da, das ist wie eine Wolke. Ah, so. Erste Runde. Probieren wir dann eh gleich. Ja, super. Sonst ist das eh nicht zu flach. Nein. Das schaut gut. So, da, Tupfer drauf, ich höre dich schon. Genau. Schau her, das haben wir. Da tun wir da so ein bisschen noch. Und da, das ist eh schon relativ. Genau, das geht ganz, das geht wirklich. Schauen Sie mal, wie schön. Flott, gell? Könnte das gut werden? Das könnte gut werden. Und du bist mit deinem Buchweizenrisotto da schon? Ich bin mehr oder weniger fertig. Das wird auch nur ein bisschen. Da sieht man jetzt schon, dass das eine gute, sämige Konsistenz hat. Mhm. Super. Und Bärlauch haben wir auch schon dazugegeben? Bärlauch wäre schon dazu getan. Ja, dann. Auch echt ein Teller, oder? Wir machen, weil wir daheim auch gern schön essen, machen wir mal ein bisschen. Was ist das? Sour Cream? Ist nur, genau, nur Sour Cream. Mit der Prise Salz. Mhm. Dann tun wir da den Buchweizen hinein, also das Buchweizenrisotto. Okay. Und das tun wir dann wahrscheinlich schön andrücken. Genau, das drücken wir ein bisschen an. Ja. Zum fertigen Risotto kommen noch gepuffter Buchweizen, Spargelspitzen und der goldgelb gebackene Fisch. Es schmeckt köstlich. Na, was sagst du? Super. Fisch perfekt. Wir haben den auch gut gesalzen. Mhm. Weil das kann auch total fad sein, aber das ist nicht fad. Meinst du, das gut? Haben wir gut gemacht. Danke. Super, danke. Super, cool. Als süße Nachspeise nach dem Fisch habe ich mir eine regionale Spezialität in bester Lage ausgesucht. Auf 1600 Metern befindet sich in Sauerecken der Bergbauernhof von Familie Huber. What the world needs now is love, sweet love. Es begrüßt mich eine munter plätschernde Quelle und Jungbauer Lukas. Er ist 6 und kennt sich am Bauernhof ganz wunderbar aus. Und auch im Stall hilft Lukas schon ordentlich mit. Papa Hans-Peter Huber in einer Nebenrolle macht aber auch eine gute Figur neben dem Sohnemann. In dritter Generation arbeitet Hans-Peter als Landwirt im elterlichen Betrieb. Und du hast jetzt unterschiedliche Kühe, wie viele davon und welche Rassen? Also wir haben 30 Milchkühe ungefähr, insgesamt 80 Stück Vieh. Aha. Und wir haben eben Braunvieh, Fleckvieh und Holstein. Und vom Charakter her, wie beschreibt man die Unterschiede? Also die Holstein sind die schlimmsten, so, okay. Sind aber auch die produktivsten. Und die Fleckvieh und die Braunvieh sind die gemütlichen und die Kamoten.
Und du kennst jedes Tier beim Namen, gell? Ich habe gemerkt, das ist die Heike, das weiß genau, ich schon. Ja, wer ist das da? Die Viara. Viara. Ja, die Sandra. Sandra, jetzt hör doch auf. Das lässt dir jetzt einfallen, oder? Silvia. Also, die ist echt die gute. Die ist echt irgendwo. Die gibt's echt. Das Besondere bei deinen Kühen ist, die sind den ganzen Sommer über auf der Alm, oder? Ja, genau. Ja. Also wir fahren jeden Tag zweimal auf die Alm, auf 1800 Meter. Da werden sie dann gemolken und gehen wieder vom Stall aus und fressen nur Gras auf der Alm und ein bisschen Getreide als Ergänzung. Ja. Also keine anderen Beigaben ins Futter? Nein, überhaupt gar nichts. Ne? Und aus der Milch wird dann was gemacht? Also wir produzieren dann frisches Späßeis, das dann an die Gastronomie und an den Handel verkauft wird. Und kriege ich eins, wenn ich da vorbeispaziere, auch ein Eis? Freilich, ja. Wenn du von Naturach zum Beispiel rauskommst zu uns oder mit einem E-Bike vorbeifährst, kriegst du von mir natürlich Eis. Wie bist du aufs Eis gekommen? Also ich habe 2008 meine Meisterarbeit geschrieben in der Landwirtschaft und wir wollten einfach was Neues ausprobieren und die Milch einfach besser verwerten. Und sind wir dann aufs Eis gekommen. Und wie ist das angenommen worden? Ja, es war relativ witzig. Wir haben nicht gewusst, was wir da jetzt angehen. Yeah. Und keiner wollte uns im Vorfeld sagen, ja, er wird unser Eis abkaufen. Okay. Und haben einfach sehr viel Geld in die Hand genommen, investiert und dann erst Eis produziert. Und dann natürlich hat es super funktioniert. Was ich nur total nett finde, deine Kühe blicken auf Weltkunst. Klimt, Da Vinci. Ja, genau. Ja. Also mein verstorbener Getty hat ein Puzzle gebaut mit 56.000 Teilen in Form von einem Museum. Ja. Und das haben wir jetzt im Stall aufgehängt. Aha. Und bei uns heißt es Stalloseum. 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 Und wirkt sich das irgendwie auf die Milchproduktion aus? Hast du da schon was gemerkt? Ja, wir haben gemerkt, seit die Böllerherinnen sind und wir nebenbei noch Mozartmusik spielen, sind die Kühe relaxter und wirklich cool. Und hörst du auch Mozart beim Eis machen? Auf jeden Fall, immer. Meine Frau macht das. Meine Frau hört immer Beethoven. Also, wenn es grantig ist, an einem guten Tag ist dann Mozart dran, oder? Ja, so ungefähr, ja. Für das Bauernhofeis ist Gattin Nicole zuständig. Sie verarbeitet die hofeigene Milch mit Zucker, Schlagobers, Kakao und Johannisbrotkernmehl zu cremigem Schokoladeeis. Eine regionale Spezialität, selbstgemacht, mit ganz viel Liebe. Serviert ab Hof. Das lassen sich Lukas und ich nicht zweimal sagen. Wir zwei haben jetzt die beste Aufgabe. Wir müssen jetzt nur warten, dass Eis fertig wird, oder? Ist gut. Und bist du dabei, Hans-Peter? Das ist ja so wahr. Das ist ganz frisch, gell? Ganz frisch, ja. Zuerst der junge Mann, Lukas. Oder? Lukas, schau, du kriegst das Erste. Ja. Boah! Ist der Papa dann auch Eis? Papa isst immer gerne Eis, ja. Ja. Wie oft isst du ein Eis am Tag? Dreimal. Was, dreimal? Nein, das glaube ich nicht. Silvia? Wow, danke schön. Prost. Ups. Boah. Mal bitte. Und was sagst du? Gut. Das ist so gut. Niki, komm auch auf ein Eis. Ich mach mal einen Platz für dich. Weil das ist köstlich. Hör mal küssen. Mal bitte. Okay. Bist du stolz? Die 2,40 kriege ich noch, bitte. Dann merkt man, dass in Kärnten der Fasching daheim ist. Ja, so lässt sich's leben. Und so schlemme ich mit den jungen Landwirten an einem sonnigen Nachmittag in Kärnten mein Eis im Stanitzel. Herrlich, vor allem wenn man weiß, woher es kommt. Denn hier im Norden von Kärnten wird die Liebe zu Tier und Natur und frischen Produkten für Regionales großgeschrieben. Das schmeckt man dann auch. Ein wahrer Hochgenuss. Vielleicht drehen auch Sie jetzt Ihren Herd auf, um zu kochen. Und denken dabei an jene freundlichen Gesichter, die täglich dafür sorgen, dass grüne Energie, wie hier, für warmes Essen sorgt. Danke dafür.